Hallo, heute kommt der Uni-Haul und das sind ein paar Kiko-Nagellacke mehr geworden. Und dann fange ich auch am besten gleich mit Kiko an. Kiko hatte ja wieder so eine Aktion, dass die Nagellacke 2,50 € kosten. Und da musste ich dann ja hin und mal welche mitnehmen. Das sind jetzt 5 Nagellacke geworden. 3 solche Metalliclacke, ein so ein Schokernagellack und ein ganz normaler Nagellack. Ja, aber ich weiß nicht, ob diese Aktion noch ist, dass das nur noch 2,50 € kosten, die Nagellacke. So, fangen wir mal mit dem normalen Nagellack an. Das wäre ein schönes Royal Blau. Das habe ich auch gerade drauf. Also es ist richtig, richtig schön. Das ist die Nummer 336. Aber das, was ich jetzt hier gerade auf den Fingernägeln habe. Dann machen wir mit dem Schokernagellack weiter. Also mit diesem Sandstahl-Nagellacken-Effekt. Das ist der grüne. Da habe ich ein richtig schönes Grüne ausgesucht. Das sieht man auch schon ganz schön in der Flasche. Sieht mehr nach Glitzer aus, aber in der Kamera kommt das gerade ein bisschen heller rüber. Es ist aber eigentlich ein bisschen dunkler. Das ist die Nummer 643. Da blende ich euch nach dem Video ein paar Bilder ein, weil ich schon manche getragen habe. Und dann könnt ihr das mal so sehen. Und jetzt kommen eigentlich meine 3 Highlight-Nagellacke, weil die 3 super schön zusammen auch aussehen würden. Das sind eben halt diese Metallic-Nagellacke. Da habe ich ja auch schon euch eingezeigt. Da habe ich mir ja schon mal einen lilanen gekauft. Und jetzt habe ich mir einen pinken gekauft. Sehr schön pinken. Den hatte ich auch schon drauf. Da müsste ich auch ein Foto haben. Dann kann ich euch den auch zeigen. Das sind eben halt aus dieser Merrill Nagellacke. Aus dieser Serie. Das ist die Nummer 618. So schön. Irgendwie halt schwer beim Auftragen, aber sonst mehr ist es ja auch nicht. Dann mit einem ist es Gold? Goldbräunlich, also es ist wunderhübsch. Das gefällt mir so gut. Den hatte ich noch nicht drauf. Es ist die Nummer 629. Und dann nochmal. Das sieht aus wie Gold, also Gold-Silber-Schimmer. Das ist die Nummer 630. Habe ich auch leider noch nicht getragen. Aber es wird noch kommen. Und dann, wie soll es auch anders sein? Ein Essensnagellack aus der LE Ticket to Paradise. Einmal so ein richtig schönes. Es kommt gerade so dunkel rüber. Es ist aber gar nicht so dunkel. Die LE war da auch noch. Da hat keiner Nagellack rausgenommen, noch nichts. Und dann war ich die Erste, die den Nagellack genommen hat. Also wenn ihr, also meiner Meinung nach, wenn ihr den noch bekommt, würde ich den nehmen. Da gab es noch so ein Gold und so ein Pink und Gold und Pink. Das habe ich ja schon und das brauche ich nicht. Außer sowas hier. Das ist die Nummer 01. Dive with me to the island. Ich kann euch das ja mal so zeigen auf dem Pinsel. Sieht so aus. Finde ich ganz hübsch. Ach ja, bei Kiko habe ich insgesamt 12,50 € ausgegeben. Und der hat 1,75 oder 1,95, ich glaube aber eher 1,75, weil alle Essensnagellacke ja von den LEs 1,75 kosten. Also ich denke, das war 1,75. Ja, schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Kiko-Nagellacke jetzt gekauft habt bei dieser Aktion da. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!